Du willst wissen, wie du Rocket League Sideswipe mit dem Controller spielen kannst? Dann bist du in dem Video genau richtig. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freunde, heute zeige ich euch, wie ihr ganz einfach Rocket League Sideswipe nicht mehr mit euren fettigen Fingern spielen müsst, sondern auf ganz entspannt mit dem Controller in Hand. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist bei eurem Controller gleichzeitig, also ihr geht erstmal hier bei, ich mache das Ganze jetzt bei Apple, in eure Einstellungen, dann drückt ihr gleichzeitig bei Bluetooth gleichzeitig die PS4-Taste und die Share-Taste so lange, bis der Controller anfängt zu blinken, Freunde. Hier seht ihr es, er blinkt jetzt bei mir und dann müsste er hier unten angezeigt werden. Andere Geräte, Dual-Stock Controller Wireless. Dann geht ihr zurück hier in Rocket League rein. Ich glaube, mein Controller ist leer. Genauso funktioniert es auf jeden Fall. Ich zeige es euch jetzt hier nochmal mit meinem PS5-Controller. Das ist genau das Gleiche. Da drückt ihr auch die PS-Taste und die Share-Taste so lange, bis es hier anfängt zu blinken. Dann geht ihr hier wieder in eure Einstellungen rein, dann würde hier angezeigt, das ist jetzt für den PS5-Controller, funktioniert aber für den PS4-Controller genauso. Dann geht ihr hier wieder ins Game rein und dann könnt ihr das Ganze hier mit eurem Controller zocken. Leute, ich würde sagen, wir gehen einfach mal in ein Game rein. 101, ich habe noch nie mit dem Controller gezockt, Rocket League Sideswipe. Das wird jetzt genau das erste Mal sein, wo ich selber auch mit dem Controller zocke. Leute, hier, seht, ich kann das Spiel, ich benutze meine Hände nicht. Ich kann Rocket League Sideswipe mit meinem PS5-Controller steuern. Es geht super, super einfach. Und genauso funktioniert es auch in-game. Leute, die Tasten sind nur ein bisschen komisch, da müsst ihr euch schnell dran gewöhnen. Aber es funktioniert alles. Ich weiß auch nicht, ob man die in den Einstellungen umstellen kann. Guckt hier, ich steuere alles mit meinem Controller. Hier, ich kann hier boosten auf Viereck, ganz entspannt. Kreis ist, wie jump ich? Wie jump ich? Oh, mein Controller ist disconnected. Ja. Okay, Freunde, jetzt habe ich hier den Controller mit Rocket League verbunden. Alles, was ihr jetzt noch machen müsst, ihr spielen müsst ihr leider, glaube ich, selber mit der Hand. Wir gehen jetzt einfach mal ins Training rein. Freies Spiel, kleiner Stapel, let's go. Wir gehen jetzt hier rein und wir können hier ganz normal mit dem Controller steuern. Mit X springen wir, mit Viereck boosten wir. Und die Steuerung sonst ist ja ganz normal. Das Gute ist, ihr habt keinerlei Buttons hier. Man sieht auf dem Bildschirm wirklich nur noch das Spiel. Das ist, als würdet ihr Rocket League auf dem PC spielen. Man muss sich natürlich erstmal dran gewöhnen, weil es ist alles jetzt hier sehr empfindlich. Ich weiß nicht, ob man die Empfindlichkeit ein bisschen runterstellen kann. Es ist alles wirklich noch super empfindlich. Aber es funktioniert. Es funktioniert sogar sehr gut. Und ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass du deine Hände frei hast, was meiner Meinung nach ein Riesenvorteil ist, weil du sonst mit deinen fetten Daumen immer den ganzen Bildschirm verdeckst. Ich habe noch nie mit Controller gespielt, deswegen bin ich noch extrem kacke. Aber ihr könnt auch sowas machen. Normalerweise, um eine Dings zu machen, eine Airroll zu machen, müsst ihr doppelt auf den Joystick klicken, für die ganzen Mobile Gamer, die mit den Händen spielen noch. Müsst ihr doppelt auf den Joystick klicken, dann macht ihr diese Airroll hier. Wie funktioniert es auf Controller? Einfach mit L1. Ihr müsst einfach nur L1 drücken und dann macht ihr automatisch eine Airroll in Rocket League Sideswipe. Sonst funktioniert alles ganz normal. X ist springen. Viereck ist boosten dieses Mal. Ich glaube, normalerweise ist es ja mit Kreis. Hier ist es mit Viereck. Und genau. Sonst mit dem linken Stick steuert ihr halt. Der rechte Stick ist relativ useless. Mit R1 könnt ihr jetzt hier auch im Training zum Beispiel ziemlich schnell zurücksetzen. Also es funktioniert alles einwandfrei. Das Einzige, was ihr halt wirklich machen müsst vorher, ist euren Controller aufladen. Und Leute, ich würde sagen, mit dem Tor verabschiede ich mich von euch, Freunde. Danke fürs Zusehen von dem Video. Lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like da und aktiviert die Glocke, wenn ihr keinen keine geilen Rocket League Tipps und Tricks mehr verpassen wollt, Freunde. Ich würde sagen, haut rein. Ciao. Ciao.